So, damit recht herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir töten Pflanzen. Okay. Eingeschmolzen. Ach, da haben wir auch noch was. Die fliegt kleins aus. Haben wir noch mehr? Also Energiewaffen sind echt scheiße. Ja, steigen mal lieber unser Gewehr wieder irgendwo. Weil damit machen wir scheinbar mehr Damage. Die flippelt gleich rum. Energiewaffen sind echt nicht unser Ding. Müssen wir mal hochleveln, dann ist es unser Ding. Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen. Ich vermute, die RNK schickt sie? Ja. Ach, sie ist so ein Schatz. Nicht so wie dieser aufgeblasene Pedant, für den sie arbeitet. Aber darüber reden wir später. Diese Pflanzen sind völlig außer Kontrolle. Ich habe einen Plan, um damit fertig zu werden. Aber ich brauche ihre Hilfe. So, musst du bloß kurz mal was anmachen. Natürlich, ich helfe immer gern. Gut, treffen wir uns auf der zweiten Ebene und ich... Wir treffen uns auf der zweiten Ebene, geh schon mal voraus. Okay, ich werde mein Bestes geben. So, naja, da haben wir das auch geschafft. Wir haben überall Matschpfützen hinterlassen. Das ist genau das, was wir brauchen. Mehr haben wir jetzt so. Oh ne. Das bedeutet, wir gehen wieder hoch und helfen der, das Ding umzulegen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Grundreinigung vom Vault, ne? Und die Forschungsdaten müssen wir vernichten. Wir haben ja jetzt alles umgelegt, ne? Eigentlich sollte ja alles tot sein. Und wenn nicht, dann... Was ist denn das? Haben Sie diese Reparaturen vorgenommen? Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ach. Spart mir Zeit, denke ich. Bin halt ein krasser Dude, ne? Wo geht's denn hier lang? Ach, du Kacke. Ja, Mann! Da haben wir doch gleich einen neuen. Ein neues. Hier gibt es nämlich gleich ein neues. Neues Waffengedöns, ne? Ja, hier. Mann, das ist das Lasergewehr mit grüner Munition. Also was heißt mit grünen Schuss, ne? Also so ein einzigartiges Lasergewehr haben wir hier gefunden. Stimmt, das gibt's hier auch.
Zweite Ebene hat sie gesagt, ne? Geil. Stimmt, das habe ich schon völlig vergessen. Wo ist die jetzt? Ach hier. Gut, Sie sind hier. Sicher, wie kann ich helfen? Die Zeit drängt, also fasse ich mich kurz. Alles ist hier mit Sporen verseucht, die für Menschen giftig sind. Und wir müssen sie loswerden. Deswegen sind wir hier. Ich habe die Vault mit einem hochentzündlichen Gas gefüllt, das nach der Zündung den Großteil der Sporen zerstören sollte. Aber es gibt ein Problem. Das Gas wird durch Kontakt mit Sauerstoff reaktionsträge. Sprich, es muss dort entzündet werden, wo es eingeleitet wird. Sie müssen für mich den Luftschacht finden, durch den das Gas gepumpt wird, und es dort zünden. Oh, und die Explosion müssen Sie auch noch überleben. Sehr gefährlich, aber ich mach's. Gut. Okay. Ich habe mich verlaufen. Ohne Witz, ich habe mich verlaufen. Hä? Ah, ja. Trottel. Schluss war ganz unten, ne? Ungezieferbereinigung, Bekämpfung, was auch immer. Also. So, das musste ja irgendwo hier hinten sein. Ging's ja nicht. Warte mal. Es ging doch noch irgendwo rein, ne? Bevor wir hier alles in die Luft sprengen. Als ob die Pause vorbei ist. Ah. Auf geht's! Auf geht's! Oh, Alter! Auf geht's! Okay. Das bringt plus einen Erfahrungspunkt, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Wo geht's hier hin? Hier ist verschüttet. Erfahrung ist Erfahrung und ob es nur Erfahrungspunkte ist oder 3 oder 4 oder 5, ne? Oder 5000, oder, ne? Ist ja egal. Hauptsache, du hast. Denn niemand hat mein Vater immer gesagt, besser man hat, als man hätte. So, jetzt kommen wir von hier oben, ne? Ah, hier sind wir. Aber was gibt's hier? Okay. Wir haben hier Filterkartuschen gefunden. Das brauchen wir auch für eine Quest. Ich überlege gerade, was für eine Quest das war. Wir brauchten die Filterkartuschen für irgendwas. Ich glaube, für die Bruderschaft war das, ne? War das nicht für die Bruderschaftsquest? Weil die Filter brauchten? Ich glaube, irgendwie so immer der Dreher war das. Wir sind müde, wir haben Durst. Irgendwie müssen wir uns mal, ja. Schlüssel erforderlich. Wir kommen dort nicht nahe. Da waren wir schon. Gut, da gehen wir zurück. Ah. Geschichten eines Dürrfleischverkäufers aus Junktown. Gut, dass wir hier noch mal lang sind.
Alles klar. So. Für den Fall, dass wir es nie überleben. So. Boah, das überleben wir irgendwie nicht so. Boah. Die sind alle krepiert. Wie soll man das überleben? Ah, C4, ne? C4 würde das einfach gehen, wa? Dass hier auch runterkommt? Ich bleibe hier. Sind schon mal nicht gestorben dort unten. Sonst wäre ja was angezeigt worden. Gut. Mit C4 Plastiksprengstoff können wir das machen, oder? Kommt doch hier runter. Ha. Ja. Vielleicht fragen wir die nochmal in 2. Vielleicht fragen wir die nochmal, wie die sich das so vorgestellt hat. Vermutlich haben Sie Fragen. Oh ja, davon gehe ich aus. Bei Zündung des Gases gibt es eine ordentliche Explosion. In Sekunden breitet sich Feuer über die ganze Ebene aus. Wie soll ich die denn überleben? Das stellt ein Problem dar, nicht wahr? Ja. Wenn Sie sich vor der Explosion in einem der Räume einschließen würden, könnte sie das vor der Explosion schützen. Aber die Flammen werden wohl auch in die Räume dort unten hineingedrückt werden. Wenn es dort allerdings einen verstärkten Raum gäbe. Nun, ich bin sicher, dass Ihnen etwas einfällt. Das eine oder andere hier und da, aber viele der Daten sind beschädigt und alle lebenden Proben sind durch Sporen kontaminiert. Interessant ist aber, dass die von der Sporenpflanze abgesonderten Stoffe bei Einnahme durch den Menschen als leichtes Aufputschmittel wirken. Soweit ich weiß, gibt es keine Nebenwirkungen oder ein Suchtpotenzial, abgesehen von einer rein psychischen Abhängigkeit. Da fällt mir gerade ein, dass ein Corporal Farber in McCarran daran interessiert sein könnte. Hier gibt es irgendwo eine Probe davon.
Soweit ich das herausfinden konnte, haben die Wissenschaftler hier zwei verschiedene Pflanzenarten miteinander gekreuzt. Der entstandene Hybrid erwies sich aber als viel anpassungsfähiger als erwartet und wurde für Menschen bald zu einer Bedrohung. Sehr traurig eigentlich. All diese klugen Köpfe, die durch ihre eigene Verantwortungslosigkeit ausgelöscht wurden. Ja, Pech gehabt. Es gibt hier eine Probe. Jetzt haben wir das schon. Ebene 5. Dann würde ich sagen, dass der verstärkte Raum müsste das hier sein, ne? So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Beisein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao. Mit V.